9 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Inka Kübel. Die Übersicht. Twitter schaltet Konto von US-Präsident Trump ab. Polizei kontrolliert ab heute verschärft Reiserückkehrer. Flughafen in Madrid musste wegen Schneefalls schließen. Und das Wetter an den Alpen freundlich, sonst bewölkt, bei -4 bis +2 Grad. Washington. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat das Konto von US-Präsident Trump nach eigenen Angaben dauerhaft gesperrt. Grund sei das Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt, teilte das Unternehmen mit. Auch das Konto von Trumps Wahlkampfteam wurde gesperrt. Hintergrund sind die Ausschreitungen in Washington am vergangenen Mittwoch. Viele werfen dem scheidenden Präsidenten vor, seine Anhänger dazu angestachelt zu haben. Twitter war die wichtigste Kommunikationsplattform Trumps. Er hatte sich über die Plattform meist mehrmals täglich direkt an seine Anhänger und die Öffentlichkeit gewandt. Mehr als 87 Millionen Menschen folgten dem Präsidenten auf dessen Account. Trump warf dem Online-Dienst vor, ihn und seine Anhänger zum Schweigen bringen zu wollen. Schon am Donnerstag hatten Facebook und Instagram Trumps Konten für mindestens 2 Wochen gesperrt. Berlin. In Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden erneut fast 1.100 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt demnach knapp 24.700. Damit liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz nun bei etwa 155. Eine Interpretation dieser jüngsten Daten bleibt jedoch schwierig, denn laut RKI wurden Corona-Fälle um Weihnachten und den Jahreswechsel nur mit Verzögerung entdeckt, erfasst und übermittelt. München. Grenz- und Bundespolizei werden am Wochenende verstärkt Reiserückkehrer aus dem Ausland kontrollieren. Nach den Worten von Innenminister Herrmann liegt der Fokus dabei auf der Einhaltung von Infektionsschutzbestimmungen. Demnach soll es stichprobenartige Schleierfahndungskontrollen geben. Auch die Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen sind betroffen. Herrmann appellierte an alle Reiserückkehrer, sich möglichst schon 48 Stunden vor ihrer Einreise auf eine Infektion testen zu lassen. Berlin. Eine Woche vor der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden haben die drei Bewerber ein letztes Mal um die Zustimmung der Parteibasis geworben. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen standen sich am Abend in einer 1,5-stündigen Live-Debatte in der Berliner CDU-Zentrale gegenüber. Größere Konfrontationen blieben aus. Bei den zentralen Diskussionsthemen Klimaschutz, innere Sicherheit und Außenpolitik zeigten sich kaum Unterschiede. Die drei Kandidaten werben seit Monaten um Zustimmung. Der für die Wahl vorgesehene Parteitag musste wegen der Corona-Pandemie 2-mal verschoben werden. Auf dem reinen Digitalparteitag nächste Woche sollen die Delegierten entscheiden, wer die Nachfolge der scheidenden CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer antritt. Madrid. Wegen heftigen Schneefalls musste gestern Abend der internationale Flughafen von Madrid vorübergehend geschlossen werden. Offenbar gab es nicht genügend Räumfahrzeuge, um die Start- und Landebahnen in Betrieb zu halten. Madrid ist einer der größten Flughäfen in Europa und ein wichtiger Umsteigepunkt für Verbindungen nach Lateinamerika. Auch andere Regionen in Nord- und Zentralspanien leiden unter dem heftigsten Wintereinbruch seit Jahrzehnten. Hunderte Landstraßen wurden gesperrt und zahlreiche Schulen geschlossen. Zum Sport. Borussia Mönchengladbach hat dem FC Bayern München die 2. Saisonniederlage beigebracht. Der Tabellensiebte bezwang die Gäste aus München mit 3:2. Sollte Leipzig heute Abend gegen Dortmund gewinnen, verlieren die Bayern die Tabellenführung. Der FC Augsburg empfängt morgen Nachmittag den VfB Stuttgart. Das Wetter in Bayern. An den Alpen überwiegend freundlich, sonst bewölkt, vereinzelt etwas Schnee, später Auflockerungen bei -4 bis +2 Grad. In der Nacht gebietsweise aufklarend, Tiefstwerte um -6 Grad. Und die Aussichten bis Dienstag. Morgen und am Montag nach zähem Nebel vielerorts freundlich, Höchstwerte -5 bis +2 Grad. Am Dienstag in Alpennähe anfangs noch Sonne, sonst trüb und später Schnee bei 0 bis 4 Grad. Es ist gleich 9.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. Die B303 Marktredwitz Richtung Eger. Zwischen Marktredwitz Nord und Röthenbach. Behinderungen nach einem Unfall. Soweit die Verkehrsübersicht.
BR Heimat, Wald und Gebirge. Servus und grüß Gott miteinander. Der Andreas Estner ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir Sie durch Ihren Samstagvormittag ein Stückchen begleiten dürfen. Frische Luft aus Ihrem Radio. Und das muss nicht immer Bergluft sein. Die Winterluft ist an vielen Orten in Bayern frisch und gut. Und da reicht ja oftmals ein ausgedehnter Spaziergang oder eine Runde Laufen in der Winterluft, dass wir wieder frisch aufgefüllt mit Energie durch den Tag gehen können. Und das machen wir heute. Eine nette Winterwanderung in der Region Marktoberdorf haben wir in der Stunde. Außerdem wandern wir durch stille Winterwelten an den Osterseen. Und für alle, die ins Gebirge fahren, haben wir einen Knicke, wie man sich zurzeit so verträglich wie möglich im Gebirge bewegt. Wir schauen ins oberbayerische Spitzingseegebiet, das im Moment unter dem Ansturm ächzt. Außerdem hören wir den aktuellen Bergwetterbericht für die Ostalpen aus der Wetterdienststelle in Innsbruck und den aktuellen Lawinenlagebericht. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Thank you.
Wald und Gebirge und wie jeden Samstagvormittag sind wir jetzt verbunden mit der Wetterdienststelle in Innsbruck. Es ist ziemlich kalt, Alexander Radl her. Wir sind jetzt in der Früh verbreitet um oder unter minus 10 Grad, in höher gelegenen Tälern teilweise an die minus 20 Grad, zum Beispiel in Lienz aktuell minus 21, schon ziemlich bemerkenswert. Tagsüber werden wir uns ja meistens so um die minus 5 Grad bewegen, vielleicht einmal minus 3, aber auf jeden Fall deutlich unterm Gefrierpunkt. Kalte Temperaturen, das bedeutet immer, dass wenig Wolken am Himmel sind. Das heißt, es wird heute ein sonniger Tag, auch morgen. Ab Montag haben wir in Bayern Lockdown, einen verschärften Lockdown. Wie schaut denn das Wetter in der kommenden Woche aus? Im Laufe der Woche wird es dann aus heutiger Sicht ziemlich turbulent. Der Dienstag stellt so einen Übergangstag dar. Die Strömung dreht auf Nordwest und führt dann am Dienstagabend die erste Front vom Atlantik her gegen die Alpen. Und dann stellt sich eben über 3-4 Tage ein, also bis zum Wochenende, eine Nordstaulage ein, die dann endlich auch den nördlichen Alpenregionen eine gehörige Portion Neuschnee bescheren dürfte. 1 Meter ist verbreitet eigentlich schon recht wahrscheinlich auf den Bergen. In den Tälern mit Sicherheit nicht so viel. An diesem Wochenende ist es auf alle Fälle wichtig, dass auch der Letzte seine Schneeschaufel sucht und herricht. Dankeschön in die Wetterdienststelle in Innsbruck. Schnee in der kommenden Woche und an diesem Wochenende Sonnenschein. Ja, und es kommt noch was dazu zu dieser Großwetterlage. Ab Montag gilt ein verschärfter Lockdown und mit großer Wahrscheinlichkeit fahren deshalb an diesem Wochenende noch viele, viele Menschen ins Gebirge. Das ist verständlich. Wichtig ist dabei, dass sich alle miteinander rücksichtsvoll verhalten. Gleich schauen wir ins oberbayerische Spitzingseegebiet. Samstagvormittag, Wald und Gebirge. Ab Montag gilt ein verschärfter Lockdown in Bayern und ein Grund dafür ist auch,
die Überlastung der Ortschaften und Regionen in den Mittelgebirgen und in den Bayerischen Alpen. Dass einzelne Naturgebiete überlastet sind, das ist nicht erst seit Corona ein Thema. Die Pandemie aber hat die Situation deutlich verschärft. Da stellt sich drängender als je zuvor die Frage, wie viel Druck hält eine Naturlandschaft eigentlich aus? Mein Kollege Georg Bayerle hat zwei Ranger im oberbayerischen Spitzingseegebiet begleitet. Das Spitzingseegebiet ist besonders beliebt und mittlerweile auch besonders belastet, weil der Ansturm auf das kleine Gebiet so enorm ist. Schon in der Morgendämmerung reißt die Kette der Scheinwerfer bei der Auffahrt zum Spitzingsattel nicht ab. Ja, das geht jetzt rasant wahrscheinlich. Jetzt die ersten kommen schon rauf. Wahrscheinlich unten schon ein bisschen Stau. Spitzingstraße rauf, könnt ihr mal vorstellen. Der Parkplatz füllt sich langsam. Ab 8 geht es dann eigentlich los und die letzten Tage war so kurz nach 9, 9:30, 10 waren die Parkplätze voll. Florian Bossert, der Gebietsbetreuer Mangfallgebirge am Landratsamt Miesbach, ist in diesen Wochen nahezu täglich mit 3 Kollegen im Gebiet um den Spitzingsee unterwegs. Während sie aufsteigen und sich im Gelände verteilen, kommen die ersten schon wieder herunter. Jetzt in der Früh, wenn jetzt uns jemand im Abstieg entgegenkommt, sensibilisieren wir dir natürlich auch und sagen, du warst zum Sonnenaufgang am Gipfel letztlich ganz optimal aus Naturschutzsicht. Es ist eine Tendenz der vergangenen Jahre, dass die Touren immer weiter in die Morgen- oder Abendstunden ausgedehnt werden, auch dank immer stärkerer Stirnlampen. Während die Natursportler dadurch dem Betrieb ausweichen wollen, stören sie die für Wildtiere überlebenswichtigen Dämmerstunden empfindlich. Ist vielen gar nicht bewusst, dass sie sich hier im Lebensraum von seltenen Wildtieren, wie beispielsweise vom Birkhuhn, befinden, der natürlich in Dämmerungsstunden gerade die Nahrung aufnimmt und am Tag eh in der Deckung sitzen muss, weil am Tag geht es hier richtig rund. Das ist natürlich jetzt gerade wieder ein Corona-Effekt. Viele denken, sie gehen in der Früh oder am Abend, wenn wenig los ist, dann sind die Wildtiere rund um die Uhr gestört. Um solche Informationen geht es Florian Bossert, der jetzt mit einem Kollegen im Bereich der Schönfeldalm auf gut 1300 Meter Höhe Position bezogen hat. Der Platz zwischen Jägerkamp und Taubenstein zählt zu den beliebtesten Anlaufpunkten und sie müssen nicht lange warten, bis die ersten vorbeikommen. Generell mit Skitouren haben wir so vor 2, 3 Jahren angefangen, also auch mit Schneeschuhwanderungen. Ja, wir finden es einfach schön, in der Natur rauszukommen, an der frischen Luft zu sein und uns zu bewegen. Kurz zusammengefasst beschreiben Christina und Patrick aus München hier den zweiten großen Trend. Touren gehen im Winter und die Flucht in die von Schnee und Sonne verzauberte alpine Landschaft sind zum Massenphänomen geworden. Der Bergführer Alexander Römer ist heute als zweiter Ranger mit auf dem Posten. Ich glaube, es ist das Problem der Masse. Wenn ich bedenke, wo ich angefangen habe vor über 30 Jahren, da war man eine ganz kleine Community mit Skitourengehern. Das hat niemand interessiert. Da war man so ein ganzer Exot. Heutzutage ist es Mainstream. Es sind wirklich Hunderte, es sind Tausende sogar. Dass das nicht mehr so funktioniert wie früher, ist eigentlich klar. Und noch etwas ist typisch, die Informationsbeschaffung. Ja, meistens durch Apps oder auch durch Foren, wo man einfach die Touren auch sieht, wo man weiß, wo die schönen Ecken sind und dann probieren wir das einfach aus. Diese Antwort erhalten die Ranger heute noch dutzende Male. Wir haben immer Bergfacts gehört, wir haben Komoot gehört, das ist eine reine Sommer-App, dieses Komoot. 50-60% gehen tatsächlich mit dieser App, auch im Winter, die ist fehl am Platz, absolut fehl am Platz. Nicht nur, weil man Waldwildschongebiete nicht drauf sieht, sondern man kann auch keine Hangneigungen einschätzen. Gut 5 Minuten dauert dann die Info mit Karte und Fotos. Ist eine gute Sache, auf jeden Fall. So kriegt man einfach nochmal Hintergrundinformationen dazu. Weiß einfach, okay, wo kann man langlaufen, wo sollte man nicht langlaufen. Und wie die Birkenhühner aussehen, dass es nicht allzu viele von denen gibt. So kennen sie nun den als Schongebiet gesperrten Lebensraum der Birkhühner. Das Münchner Schneeschuh-Geherpaar liegt heute ungefähr im Mittelfeld all derer, die Alexander und Florian ansprechen. Richtig gut informiert sind nur etwa 10% der Natursportler. Nur etwa die Hälfte bereitet sich überhaupt auf die geplante Tour vor. Der Rest stapft einfach mal drauf los und folgt den vorhandenen Spuren. Bis zum Nachmittag kommen hier mehr als 50 Personen vorbei. Ergebnis? Tja, ganz ehrlich, da ist nicht viel zu holen vor der Information. Dasselbe sehe ich auch zum Thema Lawinengefahr. Da ist wenig Information, Vorwissen da. Und das Gleiche ist auch zum Thema Waldwildschongebiete. Immer wieder ist auch die derzeit um den Massentourismus aufgeheizte Stimmung zu spüren. Aber die Ranger kommen mit ihrer ruhigen und freundlichen Art an. Den Befund bestätigt auch die Kollegin Theresa Schöpfer, die weiter oben am Bergkamm in der Nähe des Taubensteins stationiert war. Bei mir waren es heute 5 Skitourengeher und um die 50 Wanderer. Über die Hintergründe vom Wildschongebiet waren die eher schlecht
informiert. Die meisten haben das aber bei Erklärung dann gut eingesehen. Aber durchwegs waren die Reaktionen darauf positiv und das ist ja schon mal super. Besonders nach Neuschneefällen versuchen die Ranger, die ersten Spuren auf naturverträglichen Routen zu legen, um so die Masse in die richtigen Bahnen zu lenken. Und dann geht es vor allem um Information, sagt Florian Bossert, der Gebietsbetreuer. Sicherlich ein Riesendruck aktuell auf die Natur dadurch, aber es ist auch eine Riesenchance, wenn man die gleich von Anfang jetzt mit ins Boot holt, mit Naturschutz, mit Sicherheit, mit Lawinenthemen, ist es gleichzeitig auch eine Chance für uns, dass man die gleich für die nächsten Jahre, weil die Skier landen ja nicht im Keller, die werden in den nächsten Jahren auch draußen sein und die gleich auch die nächsten Jahre Bescheid wissen, wie Wintersport draußen naturverträglich funktioniert. Die Nutzung insbesondere der Bayerischen Alpen befindet sich in einer kritischen Phase. Der Tag im Gebiet zeigt aber auch, dass sich nur 5-10% bewusst weigern, sich an die Regeln zu halten. Angesichts der Hundertschaften, die unterwegs sind, ist auch diese an sich geringe Ausreißerquote zu hoch. Es besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Ranger tun derzeit, was sie können. Ja, und da kann man nur an die Vernunft und an die Rücksicht der Menschen appellieren, denn niemand ist allein auf der Welt. Wald und Gebirge, Samstagvormittag, gleich begeben wir uns auf eine Winterwanderung weit ab vom Trubel.
Warum in die Ferne schweifen, sie, das Gute, liegt so nah. So heißt es im Gedicht Erinnerung von Johann Wolfgang von Goethe. Meine Kollegin Andrea Zinniger aus der Bergsteigerredaktion hat das ganz wörtlich genommen. Sie hat auf eine Fahrt ins Gebirge verzichtet und ist jetzt im Corona-Lockdown direkt vor der Haustür in Marktoberdorf zu einer Winterwanderung gestartet. Bei so einer Winterwanderung vor der eigenen Haustür kann man nicht nur frische Luft tanken, sondern auch seine eigene Heimat mal genauer studieren, was man sowieso viel zu wenig tut. Andrea Zinniger ist auf den Spuren von Kurfürst Clemens Wenceslaus gewandert. Eine Geschichtswanderung rund um Marktoberdorf. Vom Marktoberdorfer Schloss geht es gleich hinaus in die Natur, schnurstracks geradeaus nach Osten durch die 2 Kilometer lange historische Lindenallee. Auch ohne ihre herzförmigen Blätter haben die knorrigen Bäume jetzt im Winter einen ganz eigenen Reiz. Ja, es sind die schönen alten Bäume, die Lindenbäume, die sind uralt. Die ältesten dürften so gut 250 Jahre alt sein. Die Allee ist uns ein und alles. Und die Aussicht vom höchsten Punkt ist natürlich auch traumhaft in die Berge. Blauer Himmel zwischen den kahlen Bäumen. Also schöner kann man es gar nicht haben irgendwie. Man läuft allein nichts, es ist noch niemand unterwegs. In der Früh gigantisch, wirklich. Diese Wahnsinnsbäume, es ist einfach auch im Winter schön. Da sieht man die Wahnsinnsstämme. Ja, und vor allem ist ja der Kurfürst Wenceslaus schon durchmarschiert. Könnten die alten Lindenbäume reden, sie hätten sicher viel zu erzählen. Clemens Wenceslaus, Kurfürst von Trier und letzter Fürstbischof von Augsburg, hatte im Oberdorfer Schloss seine Sommerresidenz. 1774 ließ er hier die Lindenallee anlegen, heute ein Naturdenkmal. Die hat eine totale positive Ausstrahlung auf den Menschen überhaupt, ne? Vor allem auf die Seele. Das ist auch ein bisschen Meditation pur, wenn man hier draußen stehen kann in der Natur. Es gibt nichts Besseres als die Allee. Wunderschön. Zu jeder Jahreszeit und von jeder Seite. Ja, die Aussicht ist natürlich spektakulär, ne? Wenn man die Berge sieht. Der Hochvogel ganz hinten da, hinterm Geishorn. Den Säuling sieht man. Breitenberg, Ankenstein. Mhm. Und wenn es ganz gut läuft, sieht man, wenn man nach rechts schwenkt, sieht man sogar den Wächter des Allgäus, den Gründen. Die Aussicht ist einfach fantastisch, gell? Die Lindenallee führt bis zum sogenannten Tempel, einem ehemaligen Theaterpavillon des Kurfürsten. Hier ließ Clemens Wenceslaus einst den Wilde-Männle-Tanz aufführen, den er zum Vergnügen der Hofgesellschaft hatte kreieren lassen. Wilde-Männle. So wie er jetzt momentan ist, nicht frisch rasiert, hätte ihn mal durch die Bäume jagen können, dann hätte man auch ein Wildsmännle. Direkt neben der Lindenallee haben auch Rodler ihren Spaß an einem kleinen Hang. Wir haben immer eine präparierte Strecke und das ist natürlich ein ganz schöner Spaß für die Kinder hier. Ne? Braucht man gar nicht so weit in die Berge, man hat alles vor der Haustür. Ne? Ist halt auch mitgewalzt, dann ist es nicht ja, so genau, dann geht's besser, dann rutscht es schön. Super rodelt es sich hier. Kann nichts passieren, alles bestens. Auch die Langlaufloipe vom Alsterberg nach Rieda kreuzt die Lindenallee. Und da oben, wenn es so schön weiß ist und dann die Langläufer da durch die Gegend skaten, also das finde ich so schön. Ja, ich war ja heute früh schon hier oben, weil ich da eben auch mal die Alpenkette im Blick habe. Und immer mit Blick auf die Berge geht es dann auch für die Winterwanderer gut markiert von der Lindenallee in Richtung Süden über das sonnige und aussichtsreiche Hochplateau des Schillenbergs nach Rieda. Wir hatten erst überlegt, ob wir ein bisschen weiter in die Berge reinfahren, aber wir haben gesagt, nee, heute lassen wir das Auto zu Hause. Tolles Sonnenschein, wunderbares Panorama, herrlich, ja. Das ist einfach die Ruhe und das gibt mir Kraft eigentlich für die ganze Woche. Ich bin halt ein Naturmensch und das genieße ich. Auf der alten Oberdorfer Straße geht es dann hinab nach Rieda und Richtung Kohlhunden wieder bergauf und vorbei am versteckten Eisweiher im Heiligenholz. Hier wurde einst das Wasser für den Betrieb der Mühlen in Rieda aufgestaut und der Name Eisweiher kommt von der Wassertemperatur. Kurze Zeit später führt der Weg dann am Kuhstallweiher vorbei. Kurfürst Clemens Wenceslaus ließ bei seinen Jagden das Wild mittels Netzen in den See treiben. Ob das dem Klubunzel einem Wassergeist gefallen hat, ist nicht bekannt. Sicher dagegen ist, dass schon die Römer den Weiher genutzt haben. Gleich nebenan befindet sich heute das Römerbad von Kohlhunden, eine restaurierte Villa Rustica. Von hier geht es am Pestfriedhof vorbei, wieder zurück nach Marktoberdorf und zum Parkplatz am Schloss. Einfach die Stimmung, also das ist richtig toll. Und das ist immer eine schöne Runde. 10 Kilometer, immer an der Sonne, bis nach Rieda und zurück. Irre, wenn man das sieht, wie weit man da jetzt sieht und dann keine Wolke, kann man bloß sagen, ein perfekter Tag an einem perfekten Ort.
manchen Gebieten in Bayern liegt genug Schnee, dass man Schlitten fahren kann. Schlittenfahren ist eine gute Möglichkeit, dass man mit der Familie ein paar unbeschwerte Stunden verbringt. Aber Obacht, Schlittenfahren ist nicht ganz ungefährlich. Es sind schon etliche schwere Unfälle passiert in diesem Winter. Ernst Vogt. Rodeln kann auch gefährlich sein. So hat es am vergangenen Wochenende 3 Verletzte bei einem Rodelunfall in Pfronten im Allgäu gegeben. Und die Bergwacht Ruppolding rettete 2 verletzte Rodler am Unternberg. Dort war die Rodelbahn offiziell nicht in Betrieb. Bereitschaftsleiter Valentin Hechenbichler. Also dieses Jahr liegt es wahrscheinlich daran, dass wir zu wenig Schnee haben. Es gibt keine Seitenbegrenzungen nicht und es gibt keine Erhöhungen von den Kurven nicht. Und wenn man zu schnell wird, dann fährt man halt einen Wald raus. Und wenn man es jetzt auch so im Nahbereich sieht, ist man dann gleich am Baum oder im Gestrüpp. Und da entstehen natürlich schon schwerere Verletzungen. Mit dazu kommt noch, da die Strecke auch sehr vereist ist durch den wenigen Schnee und durch das viele Auf und Ab und die Rodel halt da recht schnell werden und auch schwer zum Lenken sind. Rodeln ist durchaus unfallträchtig. Das besagt eine Statistik der Allgäuer Bergwacht. Demnach wurden 2019 113 Rodelunfälle gemeldet. Beim Skitourengehen waren es deutlich weniger, nämlich 26 Unfälle. Häufig sind es Kollisionsunfälle beim Rodeln. Die meisten sind dabei viel zu schnell unterwegs und können nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das hat auch das österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit festgestellt. Der ehemalige Präsident Karl Gabel. Was besonders auffallend ist, was sogar ein Herzensanliegen von mir ist, es haben viel zu wenig Rodler einen Helm auf. Während beim Skifahren schon 90% der Skifahrer auf den Pisten der Eltern, die Jugendlichen oder die Kinder haben ja schon zu fast 100% einen Helm auf, ist beim Rodeln der Helm noch weit weniger vertreten. Also hier müssen wir alle zusammen unser Verhalten bessern. Also Rücksicht nehmen und die Geschwindigkeit kontrollieren. Übrigens, sicheres Rodeln beginnt schon beim Aufstieg. Nicht wild links und rechts der Rodelbahn hinaufgehen, wenn nicht dein eigener Rodelanstiegsweg vorhanden ist, sondern möglichst rechts hinaufgehen und nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Wenn man auf seine Freunde wartet, dann nicht irgendwo an einer engen, unübersichtlichen Stelle, sondern es gibt ja immer wieder Ausweitungen der Rodelbahn, dass man dann erst stehen bleibt, um auf Nachfolger zu warten. Und ganz klar ist, kontrolliert abfahren, dem eigenen Können, die Geschwindigkeit sollte dem angepasst sein. Thank you.
war Heimat, Wald und Gebirge. Ist extrem. Kälte und Hitze wechseln sich übers Jahr ab, mit einem Temperaturunterschied von mehr als 50 Grad. Als Bergwanderer ist einem das manchmal zu viel und wenn das Wetter allzu große Kapriolen schlägt, dann bleiben wir halt einmal daheim. Mein Kollege Kilian Neuwert hat einen Mann getroffen, der sich über extreme Wetterwechsel im Gebirge immer freut. Nein, er ist kein Meteorologe, er ist Destillateur und lagert seine hochprozentigen Erzeugnisse hoch drum am Tegelberg bei Schwangau. Unten im Tal in Schwangau führt Schroll eine Brennerei.
Ziel des heutigen Ausflugs ist eine Holzhütte, die er liebevoll seine Schatzkammer nennt. Jetzt kommt es hervor, genau, ein bisschen eingeschneit, ja. Michael Schroll nutzt die Hütte eines vor Jahren abgebauten Lifts unterhalb der heutigen Bergstation. Sie steht auf fast 1700 Metern Höhe, wie auf einer kleinen Kanzel mit Rundumblick über die Seenlandschaft bei Füssen. In der Hütte lagern Schrolls Destillate, die Brände reifen am Berg. Uns war es wichtig, wenn wir was machen, dass man nicht irgendwo was neu baut, sondern wir haben eigentlich was gesucht, was man reaktivieren kann oder wieder eine Nutzung zuführen kann. Und da hat sich das hier hervorragend angeboten. Ein- bis zweimal im Monat kommt der gebürtige Niederbayer hier herauf, kontrolliert die Qualität seiner Brände. Hier sind wir jetzt mittendrin, wo unsere Schätze liegen. Und dann auf der anderen Seite haben wir einen Brandy liegen, also Weinbrand. Und auf der anderen Seite haben wir verschiedene Whiskys oder eben einen Bockbierbrand oder einen Apfelbrand. Also die verschiedensten Sachen, die hier in Ruhe reifen dürfen. In einer Ecke hängt eine Christusfigur an der Wand. Das Kreuz fehlt. Diffuses Licht fällt durch die Fenster. Links und rechts der Tür Holzfässer. Im Sommer hat sie Michael Schroll rund 900 Meter nach oben gebracht. Er macht es sich zunutze, dass die Temperaturen hier oben viel stärker schwanken als im Tal. Hier haben wir in der Hütte im Sommer doch Temperaturen 20, 25 Grad und im Winter hat es am Tegelberg doch mal auch minus 20 Grad und somit haben wir eine intensive Wanderung vom Destillat ins Holz und das Destillat nimmt Geschmacks- und Aromastoffe viel anders auf oder intensiver auf. In der Hütte riecht es nach den verschiedenen Bränden, fast als würden ihre Düfte miteinander konkurrieren. Viel Geist sei in der Luft, sagt Michael Schroll und schmunzelt unter seinem Vollbart. Weil natürlich durch die Luftfeuchtigkeit, die hier sehr schwankend ist, wesentlich mehr verdunstet. Die Idee, seine Destillate am Berg reifen zu lassen, kam Schroll im Laufe der Zeit. Eigentlich stammt er aus dem Bayerischen Wald und ist Braumeister. Die Liebe verschlug ihn nach Schwangau, wo sein Schwager bereits eine Brauerei führt. Daneben noch eine zu gründen, kam nicht in Frage, erzählt er. Doch der Weg vom Brauer zum Brenner sei kurz gewesen. Wir haben mit der Natur zum Dorn, mit Rohstoffen zum Dorn, wir haben die alkoholische Gärung und erzeugen ein tolles Produkt, das eine große Aromen- und Geschmacksvielfalt hat. Und beim Destillat ist es ja auch ähnlich und somit war da immer schon ein Reiz da. Bis der Reifeprozess seines Whiskys mit klar rauchiger Note abgeschlossen ist, wird Michael Schroll aber noch ums ein oder andere Mal zur Kontrolle nach oben müssen. Thank you.
In diesem Winter wollen wir Sie ausnahmsweise nicht dazu motivieren, ins Gebirge zu fahren, denn wir haben schließlich zum einen Lockdown und wir haben zum anderen eine sehr ernste Krise. Und zum dritten sind die Berggebiete teilweise besorgniserregend überlaufen. Aber wir wollen Sie trotzdem motivieren, dass Sie an die frische Luft gehen, und da lassen sich ja auch vor der eigenen Haustür viele schöne und auch sinnvolle Dinge tun. Zum Beispiel Vögel zählen. Werden die Wintervögel in Bayern eigentlich weniger zurzeit? So mancher hat den Eindruck. Ob es stimmt, das fragen wir gleich in der kommenden Stunde. Jetzt dann zuerst der Blick aufs Weltgeschehen, in die Nachrichten, aufs Wochenendwetter und auf die bayerischen Straßen. Des Bayerischen Rundfunks mit Inka Köbel. Die Übersicht: Twitter sperrt Konto von US-Präsident Trump dauerhaft. Europäische Union hält an gemeinsamer Impfstrategie fest. Ausflugsorte befürchten Massenandrang am Wochenende. Und das Wetter: an den Alpen freundlich, sonst bewölkt bei minus 4 bis plus 2 Grad. Washington. Der scheidende US-Präsident Trump verliert den Zugang zu seiner bevorzugten Internetplattform Twitter. Das Unternehmen teilte mit, nach der Erstürmung des Kapitols in Washington bestehe das Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt. Deshalb werde Trumps Konto bei Twitter dauerhaft gesperrt. Die Betreiber der Plattform beziehen sich unter anderem auf jüngste Tweets des Präsidenten. Darin kündigte er unter anderem an, der Amtseinführung seines gewählten Nachfolgers fernbleiben zu wollen. Außerdem bezeichnet er seine Anhänger als amerikanische Patrioten, die noch lange in der Zukunft eine riesige Stimme haben würden. Auch die Konten von Trumps Wahlkampfteam wurden gesperrt. Der Präsident selbst verurteilte die Sperrung seines privaten Accounts. Der Online-Dienst wolle ihn und seine Anhänger zum Schweigen bringen, dies er mitteilen. Das werde jedoch nicht geschehen. Brüssel. Trotz aller Kritik wollen Deutschland, Frankreich und die EU an ihrer Strategie bei den Corona-Impfstoffen festhalten. Eine europäische Koordination müsse es sowohl bei den Bestellungen als auch bei der Produktion geben, erklärten Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Gesprächen. Gestern hatte die EU beim Hersteller BioNTech/Pfizer weitere 300 Millionen Impfdosen bestellt. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach kritisierte die Nachbestellung als zu spät.
Hätte man die zusätzlichen Dosen schon vor einem halben Jahr geordert, dann wären die Produktionskapazitäten dafür jetzt sehr wahrscheinlich schon vorhanden, sagte er der Bild-Zeitung. Lauterbach geht davon aus, dass sich die Situation in Deutschland durch die Nachbestellung nicht gravierend ändert. Nach seinen Worten kann frühestens ab Juli allen Deutschen ein Impfangebot gemacht werden. Berlin. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring Eckardt, hat kreative Lösungen für den Schulunterricht gefordert. Im Interview mit der Funke Mediengruppe sagte sie, ganz normaler Unterricht werde an vielen Orten noch lange nicht möglich sein. Daher könnten beispielsweise geschlossene Museen und leere Theatersäle für den Unterricht genutzt werden. Das Technische Hilfswerk und Messebauer könnten in Schulen Luftfilter einbauen. Die neue Juso-Chefin Rosenthal schlug vor, Lehramtsstudenten als zusätzliche Lehrkräfte einzusetzen. So könnten kleinere Gruppen gebildet und die Infektionsgefahr verringert werden. Bund und Länder sollten Hotels und Messegelände anmieten und die Klassen aufteilen. Unionsfraktionschef Brinkhaus forderte klare Perspektiven für das restliche Schuljahr. Der Neuen Westfälischen sagte er, Schulen, Eltern und Kinder bräuchten Planungssicherheit. Madrid. In Spanien hat die Polizei riesige Mengen an Drogen entdeckt. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden beschlagnahmten Beamte die Rekordmenge von fast 830.000 Ecstasy-Pillen. Es handelt sich um die größte Sicherstellung von synthetischen Drogen in der Geschichte Spaniens. Neben den Ecstasy-Pillen entdeckten die Polizisten den Angaben nach unter anderem auch größere Mengen an Speed, Crystal Meth, Haschisch und Marihuana. 11 Menschen wurden festgenommen. Berlin. Mit Sperrungen, Verboten und verstärkten Kontrollen soll heute ein erneutes Chaos in deutschen Wintersportgebieten und an beliebten Ausflugszielen verhindert werden. Politiker und Gemeinden hatten im Vorfeld an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, von Tagesausflügen abzusehen. Zahlreiche Wintersportgemeinden sperrten vorsorglich Skilifte, Rodelhänge und Parkplätze. Auch in Bayern befürchten einige Regionen am Wochenende einen Massenandrang, bevor am Montag die sogenannte 15-Kilometer-Regel in Kraft tritt. Das Wetter in Bayern. An den Alpen teils längerer Sonnenschein, sonst überwiegend bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, Höchstwerte minus 4 bis plus 2 Grad. In der Nacht gebietsweise aufklarend, Tiefstwerte um minus 6 Grad. Und die Aussichten bis Dienstag. Morgen und am Montag nach zähem Nebel oft freundlich bei minus 5 bis 2 Grad. Am Dienstag in Alpennähe anfangs noch Sonne, sonst trüb und später Schnee bei 0 bis 4 Grad. Es ist 10.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. Normaler Verkehr auf den Fernstraßen in Bayern. Soweit die Übersicht. BR Heimat. Wald und Gebirge. Servus und grüß Gott miteinander. Das ist unser Frischluftmagazin auf BR Heimat. Zweite Stunde. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und gleich machen wir uns auf zum Wintervögelzählen in Bayern. Thank you.
dass die Wintervögel in Bayern immer weniger werden. Ehrlich gesagt, ich habe mir das auch schon gedacht, aber ob es dann wirklich so ist oder ob man es nur so wahrnimmt, das lässt sich nur feststellen, wenn wir die Wintervögel nicht nur füttern, sondern auch zählen. Und das läuft im Moment gerade. Noch bis morgen dauert die Aktion Stunde der Wintervögel. Der Landesbund für Vogelschutz will dabei Menschen in ganz Bayern motivieren, dass sie sich eine Stunde Zeit nehmen und im Garten oder auf dem Balkon Vögel zählen. Damit wird jedes Jahr festgestellt, wie es den einzelnen Vogelarten in Bayern geht. Norbert Steiche berichtet. An unserem Vogelhäuschen ist im Augenblick ziemlich wenig los. Aber Sorgen müssen wir uns keine machen, sagt Karl Günzel, der Sprecher der Vogelschutzwarte des Schweinfurter Vogelschutzvereins. Die Vögel können draußen in Feldern Nahrung suchen. Es gibt noch genügend Nahrung. Nur wenn halt wir starken Frost haben und geschlossene Schneedecke haben, dann greifen sie natürlich auf diese Winterfütterungen zurück. Und dann die Frage, was füttern? Vor allem, wenn es kälter wird. Den klassischen Meisenknödel oder Sonnenblumenkerne. Bernhard Dippert bietet regelmäßig in und um Schweinfurt Vogelstimmenwanderungen an. Für seine Besucher im Garten gibt es Walnüsse. Die sammle ich im Herbst alle schön auf und die werden dann wenn getrocknet und dann am Vogelhaus kaputtgeschlagen. Und da freuen sich besonders die Spechte und die Meisen freuen sich darüber und hab da regen Ansturm darauf. Von der Amsel über den Buchfink, den Erlenzeißig bis zum Rotkehlchen. Vogelarten wie diese kann man bayernweit finden. Oder in den Bergen die Alpendohle, sagt der Ornithologe Einhard Bitzel. Das Verrückte ist, dass diese Alpendohlen die einzigen Bergvögel sind, die vom Tourismus und von der Verrummelung der Alpen profitiert haben. Weil da für alle Jahreszeiten eine gute Nahrungsquelle vorhanden ist. Sehr viele Schneefinken gibt es im Bereich des Hohen Ifen am Gottesackerplateau im Kleinwalsertal. Ein bisschen größer wie ein Spatz. Von oben sehen sie aus wie ein Sperling, also schwarz-braun gezeichnet. Und von unten haben sie ganz weiße Flügel und einen weißen Bauch. Sie schauen eigentlich ganz süß aus, die Männlichen. Zum Beobachten und Zählen braucht man nur Zettel und Stift. Ein Fernglas und ein Vogelbestimmungsbuch nebendran kann auch helfen. Daniela ist begeistert. Ich finde es toll, dass die Vögel halt so verschieden sind. Und wir füttern auch. Und da füttern wir Meisenknödel und da kommen auch die Elster. Und einmal haben wir auch einen Eichel hergesehen. Doris Strauch ist noch Vogelexperten-Greenhorn. Ich mag halt die bunten Gefieder und weil sie so lebhaft sind. Und im Frühling den Gesang, den mag ich ganz eich. Das ist immer so ein Frühlingsbote. Dann weiß man, es wird alles grün und schön und gehört einfach dazu, finde ich. Hauptsächlich finde ich auch die Gefieder toll, dass sie eben so unterschiedlich sind. Und ja, dass man bei den Vögeln auch ganz witzige und unterschiedliche Verhaltensweisen halt beobachten kann. Wie sie um Futter streiten oder so, wenn man das halt sieht, wie die einander Gutes und Schlechtes tun, dann ist es schon ganz interessant. Sagt Rebecca Koch vom Schweinfurter Vogelschutzverein. Und ein paar Tauben sind jetzt auch regelmäßig an unserem Vogelhäuschen zu sehen. Sie müssen dann schon darauf achten, auf den Hals und feststellen, ob ein weißer Ring am Hals ist, ein schwarzer. Ein weißer Ring spricht für die Ringeltaube und ein schwarzer Ring für die Türkentaube. Von daher gesehen können wir allein mit den Tauben können sie schon drei verschiedene Vogelarten am Vogelhaus haben. Und sie haben es noch gar nicht gemerkt. Und langsam hört man die Vögel auch wieder. Die Spechte fangen auch eher mit Balzflügen an und so weiter. Also das ist das Beginn der Januar, Februar beginnt, damit sie artenaktiv werden. Thank you.
Gebirge, unser Berg- und Wandermagazin auf BR Heimat. Immer wieder stellt Ihnen die Bergsteigerredaktion des Bayerischen Rundfunks besonders erfolgreiche Menschen in der Bergsteiger- und Kletterszene vor. Heute ist es ein Alpinist aus Oberstaufen im Allgäu. Sein Name hat in keinem der alpinen Jahresrückblicke gefehlt. Ihm ist im Februar 2020 ein Rekord gelungen. Er ist auf dem Cerro Torre in Patagonien gestiegen und mit dem Gleitschirm heruntergeflogen. Ernst Vogt, der Leiter der Bergsteigerredaktion, über Fabian Buhl. Fabian Buhl ist ein Allround-Alpinist, den man nicht auf einen Berg reduzieren kann. Sein Kletterpartner Alexander Huber sagt über ihn: Ich denke mal, die herausragende Eigenschaft von Fabian ist, dass er so unglaublich begeisterungsfähig ist. Von diesen vielen Kletterern, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ist ja schon durchaus vergleichbar mit dem, was ich seinerzeit aus meiner Sicht in mir getragen habe. Und so gesehen sehe ich mich selber ein bisschen im Fabi, halt nur einfach um diese Jahrzehnte jünger. Es ist einfach sauschön, zusammen mit ihm am Weg zu sein, obwohl man eben gar nicht in Frage stellen muss, mag ich das jetzt machen oder mag ich nicht. Der ist sicher noch begeisterter wie ich. Da fällt es nicht am Drive, nicht an der Begeisterung, der ist voll mit dabei. Der gut 20 Jahre jüngere Fabian Buhl hat in Alexander Huber einen kongenialen Partner gefunden. Aber auch einen, der mit ihm auf einer Wellenlänge ist. Ich war mit Alexander schon an echt vielen Orten, auch in Spanien zum Beispiel. Da haben wir zu zweit irgendwie in seinem Mini-Biwak-Zelt neben der Hütte pennt und haben die voll gute Zeit gehabt. Da haben wir uns da in der Früh und eigentlich die ganze zwei Wochen von Wurst und Käse ernährt und eigentlich gar nichts braucht, gar nichts vermisst und so. Da sind wir recht ähnlich, sag ich mal, in unserem Komfortbedürfnis. Uns taugt es einfach halt am Berg zu sein. Der am Fuß des Hochgrats geborene Fabian Buhl fuhr als Jugendlicher Skirennen. Als er damit 2006 aufgehört hat, suchte er sich einen neuen Sport. Irgendwie war ich dann mit der Jugendgruppe von Scheidegg im Tessin beim Felsbouldern und das hat mich dann schon so ein bisschen infiziert und dann sind wir da halt jedes Wochenende ins Tessin pilgert. Bouldern war zunächst seine Passion, doch nach drei Sprunggelenksfrakturen kam er zum Trattklettern und fand Gefallen an schwierigen Mehrseillängenrouten. Seine erste Wiederholung der Huber-Route Nirvana an der Loferer Steinplatte verlangte ihm einiges ab. Dann unten am Parkplatz das Aha-Erlebnis. Mit einem Freund haben wir dann den Führer in die Hand genommen am Auto wieder und dann steht da drin Alex Huber Solo Ash begangen und mir so, das gibt's ja gar nicht. Wir waren komplett am Rotieren. Der Typ kocht einfach nicht mit Wasser. Vor 5 Jahren wiederholte der Allgäuer die 10-Seillängen-Route Wetterbock von Alexander Huber am Hohen Göll. Wenige Monate später nahm der Jüngere der Huberburm den talentierten Nachwuchskletterer mit nach Spanien, um die legendäre Route Sueños de Invierno am Naranjo de Bulnes zu klettern. Die Erstbegeher hatten 69 Tage benötigt. Das deutsche Kletterduo schaffte die Route in 9 Stunden. Allerdings nicht ganz ohne Zwischenfall. Ich bin gleich mal in der ersten Länge mal rausgeschossen und bin mal 10 Meter oder so in so einen Skyhook rein. Und da war dann schon eher so kurzzeitig mal so grenzwertig. Danach klappte die Rotpunktbegehung, also die Kletterei ohne die sparsamen Sicherungen zu belasten, problemlos bis zum Gipfel. Es war schon fast dunkel, als sie am Naranjo de Bulnes ganz oben standen, an diesem Berg mit dem großen Mythos. Irgendwie haben wir gedacht, ja, man läuft halt auf der Rückseite von dem Berg runter. Und dann haben wir keinen Plan gehabt, wo wir runter müssen von dem Berg und dass das irgendwie ein bisschen anspruchsvoller war. Und das hat uns schon eingeholt, weil wir sind dann da auf die falsche Seite vom Berg abgeseilt. Und dann war es eine ewige Metten, bis wir überhaupt unten wieder an unserem Zelt ankommen sind. Aber der Hüttenwirt hat ja Gott sei Dank ein Bier hingestellt, weil er schon gewusst hat, dass wir heute oben waren. Fabian Buhl schätzt an Alexander Huber seine große Erfahrung, seine Schnelligkeit im Granit und seine umsichtige Herangehensweise. Auch der Jüngere der Huberburm profitiert von herausragenden Eigenschaften des gerade 30 Jahre alt gewordenen Kletterpartners. Er hat einen Wahnsinnsschmalz in die Finger und das kommt von seinen Bouldern. Er hat bei Zeiten zu den besten Boulderern der Welt gehört und nach wie vor ist sein Boulderniveau auf Weltniveau. Und für das Bouldern, da wo man auf kurzer Strecke, auf wenigen Kletterzügen die maximale Leistung bringen muss, ja, da ist halt einfach diese unglaubliche Fingerkraft Voraussetzung und die hat er.
Und das kombiniert dann mit der Erfahrung, die er mittlerweile in den Wänden gewonnen hat, macht ihn halt einfach zu einem starken Partner, auf den man sich verlassen kann. Dass sich die Eigenschaften der beiden Extremkletterer ergänzen, ist ganz im Sinne der Philosophie von Fabian Buhl. Ein Partner braucht man keinen gleichwertigen, sondern man braucht einen Partner, der genau das kann, das man selber nicht ganz so gut kann, oder? Und dann wird das Team stärker. Die Feuertaufe des Bergsteigens in großer Höhe bestand Fabian Buhl zusammen mit Alexander Huber vor knapp 3 Jahren. Und zwar im Karakorum am Choktoyri, 6166 Meter hoch. 2200 Meter lang ist die Route am Südpfeiler und auch die Schlechtwetterperiode dauerte lang. Zeit für Alexander Huber, seinem jungen Kletterkollegen, das Schachspielen beizubringen. Der Fabi hat so im Grunde genommen nur die Grundzüge gewusst. Er hat gewusst, der Turm fährt geradeaus und quer. Und das hat man natürlich am Anfang gemerkt, da hat er gar keine Chance nicht gehabt. Ich muss jetzt einmal sagen, das ist bis zum Schluss so blieb. Ich habe dann immer noch gesagt, wir hören erst mit der Expedition auf, bis du die erste Partie gewonnen hast. Und die letzte Partie, die hat er dann auch gewonnen. Es stellt sich nur die Frage, warum. Aber ich muss ihm trotzdem zugestehen, er hat an Spielstärke gewonnen. Und ich weiß nicht, wie es war, wenn wir nochmal 2, 3 Expeditionen zusammen machen. Vielleicht schafft er es einmal wirklich. Dass Fabian Buhl in einem anderen Feld einsame Spitze ist, erkennt der Jüngere, der Huberburm, neidlos an. Die meisten wissen, dass der Fabi gut klettern kann, aber was die wenigen wissen, ist, dass er Koch gelernt hat und nicht nur Koch in irgendeinem Wirtshaus, sondern wirklich in einem 5-Sterne- oder wie sagt man da, 3-Hauben-Restaurant. Da war er in der Küche drin und das merkst du in jeder Phase, wenn er am Herd steht, der zaubert. Fabian Buhl. Klettern kann er meisterhaft. Und Koha, wie wir jetzt wissen. Bloß Schachspielen, das muss er noch üben. Fabian Buhl ist ein Spitzenalpinist und nebenbei einer, der sich in den sozialen Netzwerken im Internet sehr zurückhält. Warum eigentlich? Das erfahren wir gleich. Thank you.
klettert aufsehenerregende Routen, aber viel Aufhebens macht er nicht darum. Fabian Buhl aus dem Allgäu. Während viele junge Alpinisten ihre kleinen und großen Erfolge in den Netzwerken im Internet verbreiten, ist er da eher zurückhaltend. Und zwar ganz bewusst. Mit dem Zurückhalten knüpft er an die traditionellen Bergsteiger an. Obwohl er gar nicht aus der berühmten Bergsteigerfamilie Buhl stammt, wie manche meinen. Der Name von Hermann Buhl, ich bin ja mit ihm weder verwandt noch irgendwas. Aber diese Herangehensweise, um einen Berg zu besteigen, von Hermann Buhl oder von Cassin oder auch von einem Messner oder dann Steve House zum Beispiel oder Wojtek Kotika, also diese ganzen großen Namen im Alpinismus, die sind natürlich Inspiration oder auch man liest sich die Geschichten durch und denkt sich, wow, das ist schon echt lässig, was die gemacht haben. Der 30-jährige Allgäuer hat sich in die Geschichte des Bergsteigens eingelesen und zollt den Kletterern von einst große Anerkennung. Da habe ich hohen Respekt vor diesen alten Begehungen oder Eschbegehungen. Genau, die sind da echt komplett ins Unbekannte geklettert. Das ist schon echt beeindruckend. Heutzutage ist die Situation für junge Bergsteiger eine ganz andere. Die sozialen Medien spielen eine große Rolle, um bei den Sponsoren zu punkten. Fabian Buhl formuliert den Gedanken, dass diese sozialen Medien und Bilder eigentlich nicht wirklich den Alpinismus repräsentieren. Ich sag mal, wenn schon bei einer Route ein richtig gutes Bild entstanden ist, dann war es wahrscheinlich nicht hart genug, weil sonst könnte man nicht so schöne Bilder machen oder so von oben runter fotografieren. Der Allgäuer, der sich beim Bouldern genauso wohl fühlt wie in Mehrseillängenrouten, hat seine Reflexionen zum modernen Bergsteigen nach dem tragischen Lawinenunglück am House Peak in Kanada geschrieben. Mit Hans-Jörg Auer, David Lama und Jess Ross Kelly waren vor knapp 2 Jahren 3 der besten Kletterer der Welt ums Leben gekommen. Wir waren alle in Kenmore. Es hat so viel geschneit, die Bedingungen waren so schlecht. Wenn das in den Alpen gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nur noch zum Skifahren gegangen und hätte gar nichts gemacht. Da haben wir halt immer wieder probiert, oder? Und immer wieder abgeseilt. Aber sobald man wieder Internet gehabt hat, hat man geschaut, was haben die anderen so gemacht? Oder was haben die halt da in dem Wetterfenster noch durchgezogen? Und irgendwann habe ich es einfach weggelegt, habe das Handy gar nicht mehr mitgenommen, weil ich dachte, okay, du traust einfach mit diesen ganzen Geschichten nicht mal mehr deinen eigenen Entscheidungen, oder? Das Unglück in Kanada hat Fabian Buhl wachgerüttelt. Er habe schon zu viele Freunde am Berg verloren, sagt er. Und macht gleichzeitig deutlich, dass medialer Druck durchaus eine Rolle spielen könne. Wir hätten das Potenzial eigentlich viel, viel sicherer unterwegs zu sein. Wir haben bessere Satellitentelefone, wir haben bessere Wettervorhersagen, wir haben besseres Material, wir haben viel mehr Wissen über die Routen, wir haben viel mehr Bildmaterial, um Routenwahl zu treffen. Trotzdem kreiert dieser ganze Druck, wie es auch da beim David Lama, Hans-Jörg und so war in Kanada, dieser ganze Druck, dieser mediale Druck, der kreiert eine schlechte Stimmung. Vielleicht setzt er so ein bisschen diese Angst, die man normal vielleicht hat, vor schlechten Bedingungen außer Kraft. Und man geht dann trotzdem, nur um jetzt nur halt nur irgendwas zu machen. Der junge Allgäuer erweckt nicht den Eindruck, anderen Kletterkollegen etwas zu neiden. Er macht sein Ding, ist erfolgreich. Trotzdem gefällt ihm nicht, was in den sozialen Medien passiert. Es wird mittlerweile so viel über Projekte berichtet, geschrieben und Werbung drüber gemacht. Und ich sage immer so, ein Projekt ist ein Projekt, oder? Ein Projekt ist, da hat noch niemand was geklettert, da ist noch nichts vollendet. Das ist wie wenn Lewis Hamilton sagt, ja, er gewinnt nächstes Jahr die Formel 1 Weltmeisterschaft. Seiner Meinung nach gibt es in der öffentlichen Wahrnehmung ein Zerrbild von dem, was im Alpinismus wirklich geschieht. Influencer gewinnen mehr Einfluss, während die echten Bergpersönlichkeiten eher in Nebenrollen gedrängt werden. Da gab es vom Steve House mal dieses Zitat, Climb first, talk later. Und das ist sowas, wenn wir alle nach genau dem unsere Öffentlichkeitsarbeit machen würden, dann hätten wir zum Beispiel mit Instagram und sogar nicht das Riesenproblem, wie wir es haben. Weil Instagram, es ist halt einfach ein narzisstisches Tool. Es ist halt der, wo am lautesten schreit, der am meisten 100.000 Posts schreibt, der wird auch am öftesten gesehen, oder? Mit den Anforderungen von manchen Sponsoren, live von Expeditionen in den sozialen Medien zu berichten und Stories zu machen, ändere sich auch die Art des Bergsteigens. Früher war man bei einer Expedition 2 Monate lang an ein und demselben Berg. Das ist anders geworden. Jetzt mit dieser weltumfassenden Mobilität gibt es ja Leute, die fliegen von einem Basecamp ins andere. Und da muss ich halt sagen, hey, erstens ist es ökologischer Wahnsinn und zweitens ist es einfach nur krass,
weil man kann sich auf die Bedingungen eigentlich gar nicht einlassen und man fliegt jetzt nur weiter, weil es gerade mal eine Woche schneit oder so. Ich meine, da muss man die Ganze schon ein bisschen hinterfragen, oder? Fabian Buhl hat dazu eine klare Meinung. Diese Diskrepanz zwischen Leistung und präsentierter Leistung mit den Bildern, die ist mir zu groß. Der Allgäuer Extremkletterer möchte mit seinen Argumenten zur Diskussion anregen. Er selbst zieht viel Energie aus seinem Tun, dem Klettern, und zwar durchaus im klassischen Sinne. Im Alpinismus zum Beispiel, dieses 2-3 Tage in der Wand zu sein und irgendwie halt mit einem Freund in einem guten Team da durchzuarbeiten, das ist eine wahnsinnig tiefe Beschäftigung mit sich selbst, wo man sehr viel Zeit hat, auch über Sachen nachzudenken oder Sachen zum Verarbeiten, weil man einfach wirklich Zeit, Leere hat und man spürt einfach genau, dass man einfach klein ist in der großen Natur, oder? Also man zieht definitiv einen kürzeren, wenn man einen Fehler macht. Thank you.
Wald und Gebirge, Samstagvormittag, schön, dass Sie mit dabei sind. Wer an den Winterwochenenden hinaus in die Natur möchte und sich nicht in die Blechlawinen einreihen, die in die Alpen fahren, kann überall in Bayern schöne Ecken finden zum Spazierengehen und zum Wandern. Meine Kollegin Barbara Weiß ist in den Zug gestiegen und hat die eisige Einsamkeit der Osterseen erkundet. Diese geheimnisvollen Seen liegen südlich vom Starnberger See. Hinein in die eisige Einsamkeit, in die mystische Welt der Osterseen. Vereiste kahle Bäume, gefrorenes Schilf am Seeufer, nur ein bisschen Schnee erhellt die Stimmung. Trüb, grau, kalt und kein Mensch weit und breit. Das Wetter ist so trüb und wie die anderen sagen, es ist trist. Dabei kann man dem nebligen Wetter über dem See auch was Schönes abgewinnen. Und das genießen wir. Wir brauchen kein Glühwein. Ja, eben auch die Ruhe, die frische Luft, das Wasser. Meistens sieht man die Berge, heute sieht man sie nicht. Ja, in der ganzen Hektik ist es einfach schön. Gerade jetzt ist alles so schön, die Bäume sind so schön weiß. Ich genieße es. Direkt am Bahnhof Seeshaupt beginnt der Wanderweg, der auf verschiedenen Routen längere und kürzere Varianten durchs Naturschutzgebiet Osterseen anbietet. Eine Ansammlung von mehreren absolut unverbauten Seen, die in der Eiszeit entstanden sind. Eiszeitstimmung ist auch heute hier. Mit Handschuhen, Mütze und Schal gegen den kalten Wind lässt es sich aber gut aushalten. Es ist eine Wahnsinnsstimmung, weil man teilweise einen Blick durch die Kiefern hat und dann wieder einen Blick über Schilf auf den See. Es ist eigentlich das Rauschen der Blätter und das Knistern im Schilf viel erholsamer und viel idyllischer. Irgendwann muss man dann halt doch wieder zurück. Durchgefroren und durchgeeinsamt. Seeshaupt ist jetzt nicht so schillernd, sondern so ein bisschen geerdet und es ist immer vielleicht so eine Spur langsamer und das, glaube ich, macht den besonderen Charme in Seeshaupt aus. So schön ist es in Seeshaupt, dass wir den Zug verpassen, der hier nur einmal in der Stunde durchfährt. So hat es noch Zeit für ein paar Schritte am See. Auch hier am Südufer des Starnberger Sees nichts los. Das spiegelt sich auch hier in diesen Wegen dann auch wirklich wieder, dass man sagt, man hat mehr Ruhe, mehr Zeit für sich. Muss ich sagen, das genießt man dann schon auch. Naturschutzgebiet ist auch, dann, wer es mag, sind sehr viele Bootshäuser und Bootshütten auch und so das ganze Flair. Und so ist es auch nicht nur im Winter dort schön zu laufen. Also der See ist einfach was Besonderes. Ist ein Traum, absolut. Ich weiß nicht, wie lange Sie noch laufen wollen, aber Richtung Bernried ist wirklich noch sehr, sehr schön. Warum eigentlich nicht noch bis Bernried gehen? Weitere 6 Kilometer am See entlang. Auch dort gibt es schließlich eine Bahnstation. Und solange man geht, friert man auch nicht. Wir werden einfach keine Hektik mehr spüren, weil wir jetzt ja tiefenentspannt sind. Thank you.
Vierschanzentournee ist gerade zu Ende gegangen. Viele haben begeistert die Bilder vor dem Fernseher verfolgt. Aber mal ganz ehrlich, kaum ein Laie tat im Traum Drodinger, dass er von so einer Schanze herunterspringt. Uah. Dabei war das Skispringen vor zwei Generationen in einigen bayerischen Gegenden so etwas wie ein Volkssport. Im Oberland zum Beispiel hat es fast in jedem Dorf eine Sprungschanze gegeben. Davon ist heute kaum noch was zu sehen, die meisten Schanzen sind verschwunden und die, die noch da sind, die muss man suchen. Georg Bayerle hat sie gesucht. Auf einem Waldweg geht es einen Hügel am Ortsrand von Finsterwald über dem Tegernsee hinauf. Ricarda und Thomas folgen auf ihrer Winterwanderung einer besonderen Fährte. Wir sind Geocacher und das ist ein Hobby, das ist eine artmoderne Schnitzeljagd. Und der verlassene Ort ist halt da zum Beispiel so ein Geocache-Punkt. Interessant ist, weil man eben an Orte kommt, die was teilweise nur noch Einheimische kennen, wo man als Tourist eigentlich nie herkommt. Und vor allem jetzt die Schanzen, da ist ja ein Ort, wo du wirklich, glaube ich, nirgends auf der Karte findest. Zumindest habe ich noch keine entdeckt gehabt. Die verfallene Sprungschanze von Finsterwald steht tatsächlich als Cache, als Versteck mit den GPS-Koordinaten im Internet. Der alte Sprungturm, ein mächtiges aus Holz zusammengezimmertes Gestell, erhebt sich zwischen den Bäumen. Auf der Geocache-Seite gibt es auch Informationen zum Objekt. Die Stückmeier-Schanze ist 48 gebaut worden, hat eine Länge von 38 Meter und der Sprungrekord liegt derzeit bei 42 Meter. Anscheinend hat es wirklich keiner mehr traut, da wie zum Springen und den Rekord zum Brechen. Stopp, sagt Kurt Jibner, denn er war live dabei. Ich glaube, ich bin weitergesprungen, wie er gerade gemeint hat. Da, wo es mich auf die Schnauzen gehauen hat, da vorne. Aber ja gut, der Rekord gilt ja nur, wenn du stehst, den Sprung. Ja. Und da habe ich Pech gehabt. Ja. Sonst wäre ich jetzt irgendwo verankert, in die Papiere irgendwo, oder? Der 75-jährige Schlierseher ist zufällig zur gleichen Zeit mit einem alten Springerkollegen am Ort früherer Großtaten. Meine Familie ist unten gestanden, bin dann untergekupft und habe mich in der Luft schon gefreut, dass das so richtig gut gegangen ist und komme auf und habe es nicht erstanden und liege halt einfach auf der Nase. Und den restlichen Hang hat es mir rausgeschoben, aber ja gut, aufgestanden, abgeschüttelt. Beim zweiten Durchgang war ich wieder dabei. Hunderte Zuschauer waren keine Seltenheit bei diesen Ereignissen. Das Skispringen war Breitensport. Man hat kein Geld nicht gehabt und Lifte hat es noch nicht viel gegeben. Da hat es einen Spitzingturm, vielleicht zwei Lifte gegeben und das war's. Und bevor du da mit den Ski am Buckel da einen Spitzing aufgegangen bist, eineinhalb, zwei Stunden, bist du halt hinübergegangen an den Hang, wo die Sprungschanze gestanden ist. Ja. Und das war dann Learning by Doing. Einer hat beim anderen abgeschaut, wie es geht. Oder aber einer war dabei, der es drauf hatte. Der weiße Riese von Neuhaus, Waldherr Sepp, ja, der hat ein bisschen was verstanden scheinbar vom Springer und der hat uns dann so kleine Tipps gegeben. Und so hat sich das entwickelt. Ja. Kurt Jibner hat es so immerhin in die Jugendnationalmannschaft gebracht und zu einem dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften. Sein Kollege Horst Möwald schaffte es sogar nach Olympia 1964. Und die Schanze in Neuhaus am Schliersee, von der heute nichts mehr übrig ist, hatte ein spezielles Kriterium. Das Zaghafte sehr schnell vom Springen überzeugte, berichtet Jürgen Koschig, langjähriger Vorstand des Skivereins in Neuhaus. Hat kein zurückgegeben, nur runter. Der Abstieg wäre gefährlicher gewesen als runterhupfen von der Schanze. Ja, weil da nur zusammengenagelte Leitern rauf waren und wir mit den Ski und mit den Skistiefeln gehst du da auf dem Vereisten auf. Rauf ist gegangen, aber runter hat sich kein Mensch mehr traut. Mit viel Einsatz und großer Begeisterung wurden die Skispringen im Oberland abgehalten. Der Tölzer Franz Metterl hat die Geschichte in den vergangenen Jahren recherchiert. Überall im Oberland hat es welche gegeben. Ich bin auf 33 gekommen. Da sind auch ein paar Schneeschanzen dabei. Zum Beispiel hat der Gulbransen die erste so in Schliersee, das war eine Schneeschanze, gebaut. Und das war ein Unterhaltungsmerkmal jedes Dorfes, das zum Fasching gesprungen worden ist, zum Neujahr und so weiter. Und da war das ein gesellschaftlicher Anziehungspunkt, dass man gesagt hat, wir gehen heute zum Skispringen und hinterher vielleicht doch Kaffee trinken oder so. Der Ausbau der Skigebiete und die neu entstehende individuelle Mobilität führten zu Veränderungen im Wintersport und natürlich auch der Klimawandel mit immer weniger Schnee im Flachland.
Und so bleibt die alte Sprungschanze von Finsterwald nur noch als Geocache lebendig. Ricarda und Thomas müssen jetzt nur noch den Behälter mit dem Logbuch finden und suchen den Schanzentisch ab. Da haben wir jetzt die Dose, ein bisschen Wasser drin. Das letzte Mal am 26.11., wo die gefunden worden ist. Ein Relikt bayerischer Skigeschichte. Was für ein passendes Ziel für einen Winterspaziergang. Es geht langsam auf Eifi zu. Das war Wald und Gebirge. Dankeschön, dass wir Sie durch Ihren Samstagvormittag begleiten haben dürfen. Jetzt im Anschluss gleich eine Stunde mit handgemachter Volksmusik und um 12 Uhr dann, wie gewohnt, die Blasmusik. Der Andreas Essener wünscht Ihnen jetzt einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und ich sage Servus, Ade und für Gott benannt. Typisch Bayern.